Willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Gleich vorweg, wenn ihr etwas im Hintergrund hört, ist das mein Ventilator, weil heute laut Nachrichten, laut Medien der heißeste Tag des Jahres ist. Da kann man sich ja schon mal denken, dass es ein bisschen wärmer ist. Aber egal, wir versuchen weiter die Mission bei Donald Love, nachdem uns ein Polizist kurz verfolgen wollte. Ein Taxifahrer fährt uns in die Seite. Naja, in Mexiko scheint man halt so zu fahren. Haha. Billige Taxifahrerwitze. Egal. So, ja, oh, das war das mit dem Flugzeug und dann mit der Baustelle. Geht alles, wie ich sage, in Richtung Ende. Also, geht mehr Richtung Story-Ende schon. Ja! Oh, ja, dann fahren wir am besten noch wie viele Leute an. Jetzt ist die Polizei hinter uns her. Das ist halt wie immer. Da, der scheiß Landstalker. Wir werden uns auch gleich sofort ein anderes Auto holen, was nicht so bullig ist wie dieses hier. Weil das ist nicht so meine Lieblingsauto. Und jetzt fängt es ja auch noch an zu regnen. Schrecklich, schrecklich sowas. Der Flughafen-Coup. Das können wir ja, soweit ich weiß, noch überspringen. Nein, 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 nein. Och, verdammt. Nein, das sind alles Scheißautos. Den Landstalker. Nein. Wenn, muss es schon ein vernünftiges Auto sein. Ja, natürlich. Ein Taxi passt wunderbar. Raus. Gebe mir das Auto. So. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Oh, ich wollte, glaube ich, meine Panzerung wieder stärken, also meine Panzerung wieder auffüllen. Oh, habe ich vergessen. Ja, ist egal, wir probieren es so nochmal. Wir wissen ja jetzt so ungefähr, was uns erwartet. Dann müsste das ja auch funktionieren. So, das war jetzt hier nur geradeaus, soweit ich weiß. Auf die dritte Insel, Shoreside Whale oder wie das heißt. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. So, ja, Shoreside Whale. Da war irgendein Pickup neben der Brücke. Ich habe es aber nicht gerade... Ich habe es nicht genau identifizieren können, ob es jetzt ein Panzerungspickup oder ein Gesundheitspickup war. Wäre es ein Panzerungspickup, wäre es Gutes mitzunehmen. Aber das können wir ja sonst noch beim nächsten Versuch überprüfen. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass wir das jetzt hier schaffen. Das ist eher nochmal so eine Findungsphase. Also, wo wir die Mission noch ein bisschen weiter analysieren. Weil, ja. Wir haben ja noch nicht den kompletten Teil der Mission gesehen. Wir wissen nicht, was uns da noch auf diesem Bauhof erwartet. Also auf dieser Baustelle. So. Das ist hier. Halt. Jetzt ist das Taxi gleich weg. Ich werde das Taxi hier neben parken. So, den hätten wir weg. Wir müssten so wenig. Verdammt. Ja, das war. Das ist schon. Das war schon ein Fail. Wir können jetzt schon theoretisch das Ganze. Wir können jetzt schon theoretisch das Ganze sein lassen, aber naja. Gucken wir uns jetzt hier das Ganze Panlantic an. Bauunternehmen Panlantic. So. Es gibt einen Bauhof auf Staunton Island. Ja, das kennen wir ja alles. Jetzt gucken wir, was das für ein Pickup auch neben der Brücke war. Neben der
neben der Autobahnauffahrt. Weil wir das jetzt, glaube ich, sehr gut gebrauchen können, egal was es ist. Oh, hier haben sie die Absperrung repariert in der kurzen Zeit. Ist doch schön, sowas. Fleißige Bauarbeiter. Hat man doch überall gerne. So. Ey. Schon wieder so ein ekliger Clipping-Fehler. So, wow. Ja, sofort wechseln sie alle wieder die Spur, damit wir bloß nicht einscheren können. Ja, fahren wir halt in Zickzack-Linien. Ich wäre fast dafür, wir fahren vorher noch mal eine Azuka und vorher noch eine Ammunition. Ist da was, das machen wir jetzt auch. Wäre ein bisschen blöd, wenn wir damit nur 90 Leben auftauchen. Wir gucken mal, was jetzt hier neben lag. Ein Lebenspickup, seht ihr? Haben wir das schon mal erledigt. Und können zu Ammunition fahren. Wartet mal, nee, bevor wir dahin fahren, wir fahren erst nach Ammunition. Ist mir doch lieber. Ja, natürlich. Hat er jetzt die Spur verlassen oder sind wir da jetzt reingefahren? Egal, ist egal, ist egal, ist egal. Nicht aufregen wegen sowas. Lohnt sich doch gar nicht. Natürlich, die Jamaikaner sind wieder hinter uns her. Da, ihr seht, die sind schon wieder auf Krawall aus. Ich hole mal hier noch ein bisschen. Ich hole noch ein paar... Ich hole noch hier ein bisschen Munition. Ich hole noch ein paar Granaten. Besser ist es, auch wenn uns das sehr, sehr viel Geld kostet. Nein, da gehe ich nicht raus. Ich warte, bis der Jamaikaner weg ist, sonst verlieren wir hier schon wieder Leben. Nein, nein! Och, verdammt! Der ist... Ne, gehe ich erst wieder rein. Der Kerl wartet da. So. Meine Herren, scheiß Jamaikaner. Also ich meine nur die hier im Spiel. Nicht, dass hier welche nicht hasse. Nicht welche denken, ich hasse Jamaikaner. Es sei denn, sie sind alle so böse wie dieser Person. Ja, natürlich, man fährt dann hier drüber. Mal kurz gucken. Wartet mal. Nein, du sollst da drauf springen, Cloud. Ah, gute Position. Ah, scheiß Position. Wow. Fuck, nein. So, wir konnten da hinten zwar welche erledigen, aber... Ja, ist in Ordnung. Ich gebe dir gleich ein Reinstated Gringo. Der Sack lebt noch. So, so geht das auch. Nein. Super. Gewehr schon mal gekriegt.
Das setten wir. Da vorne ist auch noch einer. Und die wiederholen langsam ihre Sätze. Wir warten mal, bis der Kerl da wieder... Alter! Die Säcke! So, das hätten wir auch. Nimm den Lift nach oben in den Tower, okay. Ich hoffe nicht, dass da oben jetzt noch mehr auf uns warten. Das wäre ein bisschen gemein. Aber ich meine, die Mission endet gleich. Ich hoffe es. Weil... Ja, so kann man sich auch. Tja, Miguel, hast du mich auch verraten und hast du so mit Arschkarte? Ja, die wird schön. Die prügelt den erstmal ein bisschen. Ja, bring das Päckchen zu Donald Love. Ich weiß gar nicht, darf ich die Karre nehmen? Jo, darf ich's? War ich nicht. Egal, wir haben das Päckchen, wir dürfen fahren. Ja, ihr habt gesehen, Catalina und Miguel wollten ebenfalls das Päckchen klauen und Catalina hat dasselbe getan. Was sie mit Cloud getan hat, sie hat Miguel angeschossen und ist abgehauen. Ah, aber wer San Andreas kennt, weiß ja, wie Catalina so tickt. Tja, tja, jetzt ist Miguel in den Händen von Azuka. Die laut GTA-Wiki große Erfahrungen in der Foltermethoden hat. Also generell in der Foltermethodik. Oh, der arme Miguel, der arme Miguel. Aber uns schert das nicht. Uns schert das einen Dreck. Schlechte Wortwahl. Aber so kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld. 50.000, super. Und somit haben wir... Oh, jetzt haben wir drei Auftraggeber. Ganze drei. D, R und A. Wir werden aber erst mit Donald Love weitermachen, dann werden wir Ray weitermachen und dann werden wir erst Azuka weitermachen, weil Azuka, von der bekommen wir auch unsere letzten Missionen. Also Azuka ist, soweit ich weiß, der Endstand der Mission. Oh, falsche Richtung. Deswegen, so langsam, es geht wirklich in Richtung Finale. Catalina ist wieder abgehauen, ihr könnt euch vorstellen, um was das Ende sich dreht. Außer, dass uns hier wie viele Leute anscheinend systematisch versuchen, in den Tod zu fahren. Wir werden wohl Catalina erledigen müssen, aber bis dahin ist noch eine Menge Zeit vergangen. Aber ich dachte, Catalina hätte uns zwischendurch mal gesehen. Aber, naja. Hat sie halt schlecht geschossen. Egal. So. Speichern. Oder machen wir jetzt erstmal die Mission bei Ray? Ne, wir fahren mal nach Donald Love. Können wir ja versuchen, auch wenn wir nur 34 Panzerung haben. Ist ja auch nicht so tragisch. Je nachdem, was es für eine Mission ist, können wir das ja auch so erledigen. Weil Donald Love müsste auch eigentlich nicht mehr so viel kommen. Aber es kommt eigentlich auch noch ein Fernsprecher. Mit 5 Missionen. Wow. Das war knapp. Also ich weiß, es kommt noch ein roter Fernsprecher für die dritte Insel.
Aber wir machen erstmal mit Donald Love weiter. Mr. Love. So. Ab in das blaue Kreischen. Haha, kommen wir auch so hier rein? Schade. Bodyguard Action. You are proving to be a safe investment. A rare thing in these days of falsehood. My oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. A Pike Creek, das ist in Shoreside Vale. Oh. Wir brauchen ein Auto. Wäre ja fast für das, die Yakuza-Karre können wir knicken. Raus, alter Mann. Du brauchst das Auto nicht. Ich muss damit arbeiten. So. Jo. Fängt schon gut an. Nee, ich glaube wirklich, dass das die letzte Mission für Donald Love ist. Wir werden jetzt in die dritte Stadt fahren. Und dort dann auch unseren Unterschlupf, glaube ich, bekommen. Und dann müsste auch der Fernsprecher kommen. Weil den wollte ich auf jeden Fall auch machen. Weil dann haben wir auch fast alle Missionen dann erledigt. Wenn wir dann noch die letzten Buchstaben erledigen. Die letzten Auftraggeber, nicht Buchstaben. Bin ja mal gespannt, wie das Ganze hier abläuft. Ich kann nicht glauben, dass das so einfach jetzt vonstatten gehen soll. Das wäre irgendwie zu einfach. Ich glaube, man hört meinen Ventilator gar nicht. Das finde ich gut. Dann kann ich nämlich jetzt erstmal eine dicke Session nochmal GTA 3 zocken. Bevor in 3 Tagen meine schulische Ausbildung anfängt. Es ist nämlich heute Sonntag. Montag und Dienstag habe ich noch frei. Freunde, nein. Haha. Doch, da vorne ist er. So. So. Fährt aber auch einen großen Umweg, kann das sein? Ich glaube ja auch nicht, dass das die einzige Kartellkarre war, die uns da auf den Fersen war. Die Leute fahren hier aber dann auch noch zusätzlich wie Sau. Shoreside Vale, da oben war auch noch einer. Aber jetzt dürfte es ja. Jetzt dürfte es ja eigentlich klappen. Hier geht's nach Shoreside Vale durch den Tunnel. Aber die Leute stehen hier auch irgendwo, habe ich gerade gesehen. Also da auf dem Übergang oben war auch einer. Boah, überholen ist nicht, ne? Gott und Vater. Dieser Track, der gerade im Radio läuft, hier, Head Radio, Love Media Station, der kam auch schon bei unserer allerersten Folge, bei Give Me Liberty. Ach ja. So, komm, komm, komm. Scheiß was auf den da hinten. Aber spätestens, wenn da gleich nochmal irgendwo einer steht, wird das Ganze sehr problematisch. Boah, ich dachte gerade, da wäre eine Kartellkarre gewesen. Das wäre es jetzt mal, wenn die Mission wenigstens auf Anhieb klappen würde. Hätten wir wenigstens diese schon mal hinter uns und wären in der dritten Stadt und so könnten so langsam schon mal gegen Ende hinspielen. Also ohne jetzt noch großartig an Missionen festzuhängen. Hier ist wieder irgendwo einer.
Fährt aber auch wie der letzte Hugo. Teilweise. Okay, ich bin nicht viel besser. Guckt euch meine Motorhaube an. Beziehungsweise, ja, da vorne vorne linkes Rad. Linkes Vorderrad. Ne, jetzt haben wir's. Kollege, du sollst heile ankommen und nicht in andere Autos reinfahren. Das ist mein Job. Shoreside Rail, wir sind schon mal da. Das ist um einiges besser. Ja, seht ihr? Und nachher steigt die Schadenleistung. Ich hab hinterher die Arschkarte. Das geht ja so auch nicht. Und die Folge hat schon wieder Überlänge. Das ist nicht neu, das ist nicht fair. Ich muss hinterher die Datenmenge hochladen. Aber egal. Ich mache jetzt auch hier zwischen der Mission keinen Cut. Dann kann ich das auch noch eben zu Ende machen. Und dann nach der Mission schneiden. Ich hoffe, dass jetzt auch nicht mehr so viel kommt. Tja. Aufwendig jemanden auch erschossen. Das passt doch. So, den hätten wir ebenfalls erledigt. Da hinten kommt noch einer. Alter, fahr! Clipping-Fehler! Wir haben's verkackt. Der muss dahin. Nein! Nein. Der ist festgebackt. Der ist festgebackt. Wir sind eigentlich da. Komm, komm, dämliche KI. Komm, komm. Ja. Oh Gott und Vater. Das war jetzt auch eine Geburt. 40.000, super. Komm zu dem Fernsprecher in Wichita Gardens. Nö. Wow. Uns hier die Karre. Ich meine, hier wäre irgendwo eigentlich auch noch ein Speicherhaus. Eigentlich müsste hier auch noch irgendwo eins sein. Ich kann mich natürlich auch irren. Aber eigentlich nicht. So, wir suchen das jetzt hier mal noch ab, auch wenn die Folge schon große Überlänge hat. Geht es halt 25 Minuten, aber ich will jetzt erst noch mein Speicherhaus sehen. Wenn es hier denn eins gibt. Ich glaube auf der anderen Seite. Ja, ja. Ich sag doch, die wollen hier einen systematisch in den Tod treiben. Wir sind in der Sackgasse. Wir sind in einer Sackgasse. Das ist schon mal nicht gut. Dann muss ich hier oben. Ich glaube, ich weiß, wo unsere. Ja, 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 ja! Das ist, wenn man nicht auf die Straße kommt. Ist die Polizei selber schuld? Warum ist sie da lang gefahren und hat uns nicht einscheren lassen? Nee, da habe ich auch kein Mitleid mit. Nee, nee. So, dann kommen wir da auch rüber zu unserem Fernsprecher. In Shoreside Rail kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das ist viel schlimmer. So, und da hinten ist auch unser Speicherörtchen.
Auch wenn hier das Kartell gut vertreten ist, soweit ich weiß. Also ihr hört hier immer wieder Schüsse. Daran sieht man, wie nett die ganzen Leute hier sind. Ich frage mich aber, warum wir hier ausgerechnet dann ein Speicherhaus haben. Ich dachte, das wird noch irgendwie erklärt. Aber naja, mir soll's recht sein. Und Donald Love hat immer noch eine Mission, immer noch Missionen für uns. Oh Gott. Und ich dachte, wir wären schon einigermaßen Richtung Ende. Aber naja, falsch gedacht. Hier haben wir auf jeden Fall viele Garagen. Und ein schönes Örtchen zum Speichern. Super. Gut, damit endet diese etwas längere Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.